Ich freue mich wahnsinnig und es ist mir eine sehr große Ehre, dass wir hier erstmalig in der Stadt Salzburg sind. Die ÖHV war schon 1959 mit ihrem ersten Winterarbeitsseminar, so hat das damals geheißen, im Salzburger Land. Der ÖHV-Kongress fand 2004 dort auch statt. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Wir waren damals bei einer Abendveranstaltung im wirklich sehr morbiden Hotel Straubinger, das man wieder zu neuem Leben erwecken wollte. Es hat ungefähr 20 Jahre gedauert, weil dieses Straubinger ist jetzt gerade in einer großen Bauphase und soll noch im Herbst dieses Jahres eröffnet werden. Und wir freuen uns, wenn wir wieder dann mal in Gastein sein können. Dann waren wir 2006 in Saalfelden, 2010 und 2016 auch zwei wunderbare Kongresse in Zell am See und heuer im Jubiläumsjahr 70 Jahre ÖHV erstmalig hier in der Stadt. Ein herzliches Dankeschön dir, lieber Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der uns wirklich aktiv unterstützt hat, dass wir hier sein können. Und wir freuen uns natürlich auf diesen tollen Abend heute in der Residenz, wo wir dann ein bisschen im Gedanken wie die Fürsterzbischöfe durch die wunderbaren Säle schreiten werden. Österreich ist für mich meine Salzburg ist für mich meine Wahlheimat geworden. Ich bin seit einigen Jahren hierher übersiedelt, habe meinen Hauptwohnsitz hier natürlich nach wie vor den Betrieb in Oberdauern. Aber ich glaube, wenn man da hinausschaut, dann kann man das verstehen, dass ich dieser Stadt den Vorzug gegenüber Wien gegeben habe und hier auch noch den nächsten Unruhezustand verleben werde. Aber es geht heute um die Zukunft der Branche. Und wir werden diese Veränderung mitgestalten. Aber trotzdem einen Blick zurück an die 70 Jahre ÖHV in ganz kurzem Abriss. 1953 wurde der Grundstein für unsere Interessensvertretung gelegt und die auf die Anliegen und die Chancen der Qualitätshotellerie immer fokussiert war. Das war und ist seit Jahrzehnten unser Antrieb und hat das Team auf Trab gehalten. 1980 hatte die ÖHV bereits 770 Mitglieder, im Jahr 2000 waren es 970. 2010 hatten wir bereits 1200 und heuer zum 70-Jahre-Jubiläum werden wir die Marke von 1700 Kollegen innerhalb der ÖHV-Familie brechen. Dafür ein herzliches Dankeschön euch allen, die an diese ÖHV glaubt und an das ÖHV-Team, das im Hintergrund hervorragende Arbeit leistet. Möglich ist das nur auch, weil wir aufbauen können, auf dieser tollen Arbeit, die meine Vorgänger hier geleistet haben. Und darum möchte ich nur ein paar aufzählen, die heute hier sind. Und das ist mir eine sehr große Ehre. Helmut Peter, Peter Bär, Gregor Hoch und natürlich Michi Reiterer, von der ich dieses Amt übernehmen dürfte. Und ich bitte euch jetzt einmal noch einen großen Applaus für diese Präsidenten. Danke. Dankeschön. Den ersten Präsidenten hatten wir in der ÖHV 1953. Und es war damals noch ein Land aus einer anderen Zeit. Auf 23.000 Autos in Wien kamen noch 7.000 Pferde und 200 Hufschmiede. Und es war auch ein ganz anderer Tourismus. Der verschneite Wienerwald lockte die Wiener in Massen zum Skifahren, so steht es in der Wiener Stadtchronik. Die Stadtbahn musste ab den frühen Morgenstunden einen beträchtlichen Andrang an Gästen bewältigen, weil auf der Himmelhofschanze in Wien-Hietzing fand ein Skispringen statt. Heute unvorstellbar. Die österreichische Zahlungsbilanz drehte sich von einem 100 Millionen Dollar Minus im Jahr 52 auf ein Plus von 70 Millionen Dollar im Jahr 1953. Und davon kamen 60 Millionen aus dem Tourismus. Warum? Die bundesweiten Nächtigungen waren von einem Jahr aufs andere um 9% gestiegen. Vor diesem Hintergrund gründete ein engagiertes Team rund um Leopold Nedomanski vom Hotel Erzherzog Rainer in Wien im Mai 1953 die ÖHV. Und er löste damit mehr aus,
als er sich wohl je erträumt hätte. Seither gab es 30 ÖHV-Kongresse und die Zahl unserer Wirtschaftspartner ist auf mittlerweile 70 gestiegen. Das heißt, praktisch ist jedes Jahr einer neu dazugekommen. Unser Campus hat eine fünfstellige Zahl an Teilnehmern aus- und weitergebildet. Allein im Vorjahr waren es rund 1.000. Und von der Lehrlingsakademie bis zum Online-Vertrieb sind wir überall tätig. Wir haben nie aufgehört, besser zu werden. Und im vergangenen Jahrhundert waren wir maßgeblich bei der Gründung der Schlosshotels und Herrenhäuser, der Romantikhotels, der Roundtable-Konferenzhotels und der Hogas dabei. Und ich glaube, auch darauf dürfen wir stolz sein. Dann die 2000er Jahre. Da ging es dann Schlag auf Schlag. Der Sieg gegen die überhöhten Kreditkarten-Disachos 2001 vor der EU-Kommission. 2005 die Forderung nach einer Tourismusstrategie. 2009 ein erstes ÖW-Sonderbudget. Der Fokus lag voll auf der Marktbearbeitung. Ab 2016 laden über 200 ÖHV-Mitglieder 3 Jahre lang zum Tag der offenen Hoteltür. Tausende Interessierte kommen. Hier war der Fokus schon voll auf dem Arbeitsmarkt. 2016 auch noch die Roland-Berger-Studie Hotellerie 4.0. 2017 dann das Verbot, endlich, der Ratenparität in Österreich. Voller Fokus auf der Digitalisierung. Aber auch 2017 nimmt der Tourismus erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik in einem Regierungsprogramm einen ernstzunehmenden Stellenwert ein. Aus früher maximal 4 Zeilen werden 4 Seiten im ÖHV-Zukunftsprogramm des österreichischen Tourismus stehen, genau dem ÖHV-Positionspapier. Und 2019 startet die ÖHV die Nachhaltigkeitsinitiative Zeichen setzen. Kein Fokus, sondern ein vielschichtiges Arbeitsprogramm mit vielen Zielen und ein langfristiges Bekenntnis. Und dann kam die Zeitenwende. Begonnen hat es mit Corona. Ein nie dagewesener Einbruch der Nächtigungszahlen von heute auf morgen, den sich niemand heute vorstellen können. Zwangsschließungen von Unternehmen, Ausgehverbote, geschlossene Grenzen, Intensivstationen. Ich will das gar nicht mehr alles aufzählen. Wir haben es leider alle noch im Kopf. Und heute erscheint es uns doch schon irgendwo surreal, weil es Gott sei Dank schon irgendwo weg ist. Doch das war leider nur der Anfang. Krieg in Europa, Angst um die Gasversorgung, die Strompreisexplosion, der Energiemarkt hat sich komplett gedreht. Der Arbeitsmarkt gerät noch mehr in Turbulenzen. Und auch die Zinslandschaft dreht sich. Auf die Niedrigzinspolitik folgt nun die stetige Bergwertung. Umso wichtiger ist es, dass wir für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt sind. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Reserven für die Bewältigung echter Krisen. Das heißt, dass der Staat den Unternehmen, aber auch den Bürgern nicht im Übermaß Ressourcen entziehen darf. Deshalb runter mit den Steuern und vor allem runter mit den Lohnnebenkosten. Gleichzeitig müssen wir Arbeitsmarktreserven aktivieren. Arbeiten muss wieder attraktiv werden, muss sich lohnen, muss einfacher werden. Aber wie? Natürlich, indem etwa die Abgaben- und Steuerlast auf die Arbeit gesenkt wird und ein Kinderbetreuungsangebot ausgebaut wird. Ausgebaut nicht von Montag 9 Uhr bis Freitag 12 Uhr, sondern auch in Zeiten, wo wir im Tourismus arbeiten, wo es Menschen gibt, die gerne Gastgeber sind, die uns in dieser Rolle unterstützen, aber die das nicht können, weil es noch keine Betreuung gibt. Und wir brauchen einen Weitblick. Ein Beispiel, der Billenknick kam in den 60er Jahren. Ab da ging das Bevölkerungswachstum zurück. Seither weiß die Politik, wann die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen. Und sie sieht zu. Mittlerweile verzweifeln Restaurants, Hotels, Pflegeheime, Polizei, Kindergärten, Schulen, Verkehrsbetriebe, alle am Recruiting. Und Arbeitsmarkt- und Pensionsreformen
sind zum Scheitern verurteilt. Müssen wir uns irgendwo ankleben, damit die Politik endlich in die Gänge kommt? Offenbar bewegt sich vorher nichts. Unser Arbeitsmarktkonzept stammt aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Ganz anders in Deutschland. Dort hat man die Zeichen der Zeit erkannt und punktet jetzt mit mittlerweile dem zweiten Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Österreich dagegen schaut wieder einmal zu. Die besten und fähigsten Arbeitskräfte wandern zu unseren Nachbarn. Die Bundespolitik versagt leider in den entscheidenden Bereichen. Migration, Arbeitsmarkt, Klimapolitik. Sie reagiert immer mehr auf die Schlagzeilen des Boulevards. Dabei meinte der Bundeskanzler nach der kürzlichen Regierungsklausur, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Der Meinung bin ich auch. Und ich lege eines nach. Setzen wir doch Einwanderung nicht immer mit Gefahr gleich. Das ist falsch und gefährlich. Falsch, weil die Menschen, die in unseren Betrieben arbeiten, zu Silvester keine Einsatzkräfte attackieren, weil sie sich etwas aufbauen und ihren Lebensunterhalt nicht aufs Spiel setzen wollen. Das ist Integration durch Leistung. Wo Integration durch Leistung nicht möglich ist, wird es brandgefährlich. Integration kann nicht gelingen, wenn ich den Menschen in Lager sperre, sie von der Gemeinschaft isoliere und ihnen jede Hoffnung nehme. Integration braucht Perspektive und Interaktion mit der Gesellschaft. Und die bieten wir in unseren Betrieben. Ich glaube, keine andere Branche kann das so gut wie die Hotellerie. Wir haben über Jahrhunderte, über Jahrtausende gelernt, mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen umzugehen. Und dann ist es ein Geben und ein Nehmen. Diese jungen Menschen würden arbeiten, wenn wir einmal in Pension sind. Österreich sollte Menschen, die unser Pensions- und Sozialsystem aufrechterhalten können, nicht in Zelte stecken, sondern ihnen einen roten Teppich ausrollen, zumindest im übertragenen Sinn. Und wir müssen wegkommen von den alten Denkmustern, von einer Politik, die sich an Umfragen und am Bauchgefühl orientiert. Wir müssen hin zu einer zukunftsorientierten, faktenbasierenden Politik mit Köpfchen. Nirgendwo ist das so klar wie bei der Digitalisierung. Nichts steht so sehr für Zukunft, für Geschwindigkeit und wohl auch ganz klar für Denkprozesse, Learning und Fortschritt. Da müssen wir zu den Vorreitern gehören und sind doch, siehe Breitbandausbau in Österreich, schon wieder bei den Nachzüglern. Seit rund 20 Jahren diskutieren wir das elektronische Gästeblatt. Da kann ich wirklich nur mehr schmunzeln. Setzen wir es endlich um, bekommen wir das bitte auf den Boden. Österreich muss bei der digitalen Ausbildung vorne mit dabei sein. Bei der touristischen Nutzung des Virtual Reality, um sich den Herausforderungen wie beispielsweise dem Metaverse zu stellen. Und wir müssen auch bei der Nachhaltigkeit weiterkommen. Damit hat sich die ÖRV in den vergangenen Jahren bereits intensiv auseinandergesetzt. Michaela Reiterer war eine Vorreiterin. Aber auch die anderen Kollegen, wir alle haben nicht geschlafen. Und darum eine Zahl, die mich wirklich sehr freut. Der Energieverbrauch pro Nächtigung ist von 2008 bis 2019 um 54% gesunken. Rund die Hälfte der Energie, die Österreichs Hotels verbrauchen, stammt bereits aus erneuerbaren Quellen. Und regionaler Einkauf gilt bereits als unverzichtbar. Was heißt das? Auf jeden Fall, dass wir unseren Kurs fortführen werden, das Bewusstsein schärfen und noch effektiver werden. Runter mit dem CO2-Verbrauch, weg mit unnötigem Plastik und Sondermüll, regionaler wirtschaften. Und dass wir unser Angebot weiterentwickeln und anpassen werden, das heißt Innovation. Winterurlaub heute ist anders als vor 70 Jahren. Siehe Skispringen in Wien. In 70 Jahren wird die ÖHV natürlich noch einmal anders aussehen als heute. Und die innovativen Unternehmen werden dabei sein. Die Welt dreht sich weiter und sie dreht sich zurzeit besonders schnell. Welchen Weg wir an diesen Kipp- und Wendepunkten einschlagen, entscheidet über unsere Zukunft. Wir sind für unsere Mitglieder
und für verantwortungsvolle Politiker die richtigen Partner. Gehen wir gemeinsam in eine Zukunft, die Chancen birgt. Bremsen wir beim CO2-Ausstoß, wechseln wir beim Arbeitsmarkt endlich die Spur, um Schritt halten zu können, und legen wir bei der Digitalisierung mindestens einen Zahn zu. Gehen wir es an, nachhaltig, dynamisch, zuversichtlich, damit es beim 101. ÖHV-Kongress in 70 Jahren heißt, das Team hat damals den entscheidenden Wendepunkt wirklich gut gemacht. Respekt. Dankeschön. Thank you.